Wir haben Patch Notes, Leute. Es gibt Patch Notes. Junge, ich traue mich gar nicht hinzugucken. Wir haben Patch Notes gerade bekommen. Ich habe gerade geguckt, weil einfach aus Interesse, weil die auch gerade was auf Twitter gepostet haben. Wir haben Patch Notes. Alle stehen und liegen lassen. Wer gerade. Leute, aufpassen. Also. Y. Year 1. Season 1. Raging Tides Patch Notes. Okay, das Ganze ist auf Englisch, Leute. Da können wir nichts machen. What's new? Ich versuche das alles on the fly ein bisschen zu übersetzen für euch. In Skull and Bones ersten Season bereiten wir uns gegen neue Gegner vor. Okay, in Raging Tides. Philipp Lapest, der Plagen King. Und seine Flotte von Pestilence. Okay, Seasonal Gameplay. Ich bin gespannt. Plague Bringers, the Fleet of Pestilence Advanced Guard will spawn throughout the world. Das heißt, überall können die einfach so spawnen. Sind sie aggressiv, dann bin ich jetzt schon abgefuckt. Defeat them to obtain Plaguebringer Captain Heads. Okay. As you sink more Plaguebringer Ships, heißt, umso mehr du killst, umso mehr aggressiv machst du die Flotte der Pestilenz. Na, ab einem bestimmten Hostile-Level. Okay. Das wird so sein wie mit einer Fraktion. Wenn ihr eine Fraktion angreift, dann habt ihr erstmal einen Stern. Und umso mehr ihr davon killt, kriegt ihr irgendwann 4 Sterne. Okay. Also wenn du wahrscheinlich bei Stern 4 bist, dann senden die ein Mighty Foe, einen krassen Gegner. Und dann liegt es an mir, den zu killen und sein Rare-Item zu bekommen. Okay, dann weiß ich jetzt schon, was morgen der komplette Community-Server machen wird. Kingpin Bounties. Starting Week 2, 5. März. What? Was ist mit Woche 1? 5. bis 26. März. Starting Week 2. Ich weiß nicht, was es heißt, aber 5. März ist ja nochmal eine Woche später, okay. Jaws of Retribution introducing Tama Haribo. Das kommt auch noch in Wellen, weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ach, King Ping Bounties. Bounties sind doch Kopfgeld, ja, danke. Jaws of Retribution introducing Tama Haribo, okay. Tama Haribo, der Typ, den wir brauchen für die Schuppen. Dann ab Woche 5, 26. März. Anguish from the Abyss, Rode Mangoden. Das heißt, wir kriegen den anderen Mangoden-Typen ab dem 26. März. Frage ist, ist das Ergänzung oder Ersetzung von Kuha, Ribu und dem normalen Mangoden? Ich finde das jetzt erstmal nicht so schlimm. Ich bin ja immer ein Freund davon, wenn Dinge nach und nach kommen. Ich glaube, wenn morgen alles auf einen Schlag kommen würde, wäre das auch ein bisschen erschlagen für uns. Deswegen finde ich es jetzt nicht schlimm, dass Tama Haribo erst am 5. März kommt. Dann hat man jetzt nochmal eine Woche Zeit, sich auf den Typen hier und so alles mit dem zu machen. Und nochmal für die ganzen Casuals erstmal ins Game reinzukommen. Also finde ich nicht schlimm. Dann ab dem 26. kommt Rode Mangoden. Der sieht schon sehr brachial aus, ne? Okay, Seasonal Contracts. 3 einzigartige Contracts. Kompliziere diese Kontrakte, um Seasonal Vanities. Für Seasonal Vanities. Was ist Vanities? Leute, was ist Vanities? Feuer Captainship. Wahrscheinlich Skins oder sowas, oder? Skins und so, okay. Ein wiederholbarer Kontrakt. Pest Control. Liefert 2 Plagebringer Captain Heads nach Robin Hood. Robin Blackwood. Um Silber und White Skull Gin zu bekommen. Okay. Frage ist, wie viel Silber und ob sich das lohnt. Schmugglerpass. Ein mysteriöser Messenger ist an den Docks aufgetaucht. Ein neuer Daily bei Dr. Cox und 3 Sidequests, okay. Bringing with him brand new blueprints from foreign lands, okay. Hier kriegen wir also einen Typen an den Docks von St. Ann, der neue Blueprints dabei hat. Während er diese Dinger nicht für Gold tauscht, was für Gold, ihr meint wahrscheinlich Silber, kannst du Challenges completen und dann kriegst du die. Okay, das heißt, irgendein NPC kommt nach St. Ann, hat Blueprints, die können wir nicht kaufen, sondern wir müssen die verdienen, indem wir Challenges absolvieren. Okay, Coronade, eine revolutionäre, leichte Kanone, die fortgeschrittenes Design, Boast, Power, Genauigkeit und wenig Recoil hat. Wailing Ward, engineered by Lapest Cronies, its surface called to be the business. Also das ist wahrscheinlich eine Verteidigung, ne? Oder ist es das Schiff?
Weiß ich nicht. Ward ist, glaube ich, eine Verteidigung, ne? Und La Peste Schematics. Schematics. Increased damage to weak points to enemy ships by 10%. Reveals weak points on the fleet of Pestilence. Okay. Das Ding hier braucht man also, um die Pestilence-Dinger gut besiegen zu können, um deren Weak Points zu bekommen. Updated Gameplay. Hostile Takeovers. Increase the Participation Capacity of the following manufacturers during a Hostile Takeover Opportunity. Okay, also bei den Takeovers können jetzt mehr Leute dran teilnehmen gleichzeitig. Ich habe bisher nie Übernahmen gesehen, die voll waren, um ehrlich zu sein. Deswegen frage ich mich, wieso die das hochgeschraubt haben. Aber gut. Rebalance the generation of opportunity to scale according based on the number of players that have unlocked the region. Rebalance the generation of opportunities to scale accordingly based on the number of players that have unlocked the region. Heißt das, ihr kriegt jetzt schneller Fortelis angeboten? Fassen wir mal zusammen, was interessant ist. Über der ganzen Welt verteilt sind neue Gegner. Wenn wir den wie eine Fraktion killen, kommt irgendwann der Endboss, den können wir killen und der gibt Loot. Ab dem 5. März kommt Samaribo, aber auch nur für 3 Wochen. Ab 26. März kommt Rodemann Godin, auch nur für 4 Wochen. Es gibt 3 neue Contracts, was auch immer die geben. Und ein Contract, den man immer wieder machen kann, der Silber und Gin gibt. Dann gibt es den Schmugglerpass, der natürlich ganz viele Skins gibt, ist klar. Es gibt eine neue Waffe, es gibt eine neue Rüstung und ein neues Möbelstück. Es gibt kein Wort über ein neues Schiff, Leute. Das macht mich total stutzig. Und der Rest ist alles Updates. Updates, Updates, Updates. Wir müssen jetzt nochmal in den Trailer gucken. Und im Trailer uns das Ding angucken, mit dem Schiff, was wir da gesehen haben. Es gibt kein Schiff in Season 1. Da werden jetzt ultra viele ultra gefrustet sein. Lese ich das richtig? Chat, ich habe jetzt die ganze Zeit nicht in den Chat geguckt. Lese ich das richtig? Da ist er doch. Das sieht doch, da kann mir doch niemand erzählen, dass das kein Schiff ist. Da kann mir doch niemand erzählen, dass das kein fucking Schiff ist. Sondern eine Rüstung. Brigante-Bauplan vielleicht. Brigante-Bauplan. Stimmt, da haben wir gar nicht dran gedacht. Es kann natürlich auch ein Bauplan zu einem schon bekannten Schiff sein. Die neuen Gegner Overworld mit einem neuen Boss. Dann kommt irgendwann Samaribo und irgendwann Rodemann Godin. 3 Aufträge, die du einmalig machst. Einen, den du immer wieder machen kannst für Silber und Gin. Und den Pass. Für eine Waffe, die niemand spielt. Für eine Verteidigung, die du nur brauchst für den neuen Boss. Und ein Möbelstück, was du auch nur brauchst für die neue Gegner. Was dir also das und das ist nach Season 2 irrelevant. Und die Waffe, schauen wir mal, aber die wird nicht geil sein. Das ist Season 1. Nachdem ich das Game wirklich lange und viel in Schutz genommen habe und ich das Base Game auch echt gut finde, ist das für eine Season und es als Season 1 anzupreisen und das so zu vermarkten, mit Faction Convoys, wo ist der Territory Control? Das hier, New Takeover Opportunities, Hostile Takeover, Legendary Heist, das sind nur Updates, nichts Neues. Und das hier zu baiten mit einem neuen Schiff. Vor allen Dingen wissen wir gar nicht, was lässt dieser Typ eigentlich fallen? Was kriege ich von dem Typen? Wieso will ich den Typen machen? Was mich am meisten stört, ist, dass es kein neues Schiff gibt, wonach alle schreien, dass die Dinger hier nach einer Zeit kommen, finde ich gar nicht so schlimm, aber das fehlt halt allen Content morgen. Und das Einzige, was wir machen, sind diese neuen Gegner besiegen für den Endboss und 3 Unique-Dinger, die du einmal machst, ein Contract, der safe es nicht wert ist und dann den Pass zu machen für Skins und eine Waffe zu holen, die irrelevant AF ist, plus 2 Dingern, die du nur für diese Season brauchst. Also wenn das wirklich alles ist, ich habe immer noch das Gefühl, dass da noch Sachen drin sind, die hier nicht announced wurden, weil das irgendwie, vor allen Dingen, weil die auch hier sagen, hol dir das Rare-Item und die sagen nicht, was es ist. Richtig, Lou, belief doch mal. Ey, ich finde das Base-Game, ihr kennt meine Meinung zum Game, aber gerade bei den Quality-of-Life-Änderungen und Bezug auf die vielen Fehler, die wir in den letzten Tagen gefunden haben, hätte ich mir halt mehr gewünscht. Also, ich brauche auch nicht jetzt in Season 1 den riesen Content. Ich finde es ein bisschen,
Also vielleicht werden wir morgen auch noch Lügen gestraft. Wir werden morgen uns den Battle Pass angucken. Und ich kann mir gut vorstellen, also vielleicht wird man doch einfach überrascht und sagt, oh, da ist ja der Battle Pass und oh, das ist doch ein Schiff. Wir werden es alles morgen sehen. Für alle, die das Video jetzt sehen, ihr wisst das schon längst. Ja, warten wir mal morgen ab. Ich bin keiner, der jetzt übelst nach Content schreit, aber ich finde, der Content, der reinkommt, darf ich ja wohl bewerten und kritisieren. Und zwei Items reinzubringen, die nach Season 1 oder wenn du nicht gegen diese Pesttypen kämpfst, irrelevant sind, und eine Kanone, die niemand nutzen wird, die darf ich ja wohl kritisieren. Vielleicht ist doch mehr ein Paket als angegeben. Ja, also ich finde schon komisch, dass in dem Season 1 Trailer, den wir uns ja eben nochmal angeguckt haben, ein Schiffsplan angezeigt wird, der aber nicht neu ist, sondern anscheinend eventuell von der Brigantine, den ich mir jetzt mal gerade angucken wollte und vergleichen wollte. Wenn es wirklich die Brigantine ist, ist das meiner Meinung nach auch ein bisschen Irreführung, muss ich ehrlicherweise sagen, und echt schade. Vielleicht hast du recht, dass die nicht alles anzieht, sondern wir morgen und werden morgen überrascht. Aber das würde eigentlich gegen Patchnotes sprechen. Aber wieso sollte man einen Bauplan, den man durch die Quest, den man schon bekommen kann in der Welt, nochmal in einen Season Pass packen, in einen Battle Pass? Das geht mir nicht in die Birne. Das kenne ich so nicht. Du packst nichts in den Battle Pass, den es schon gibt.